Sie Marlene Lufen und Chris Wackert. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 5.29 Uhr. Hallo Marlene. Gut siehst du aus. Wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist das für eine Farbe, frage ich mich. Der Chris ist ja ein junger Mann, die können ja diese Farben tragen. Was ist das? Ich würde sagen, das ist so auf jeden Fall ein Pastellton. Ja? Bin ich damit schon mal richtig? Bist du richtig? Es und dann so auch ein klein bisschen Leberwurst. 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 Pastell-Leberwurst. Es geht um so, was ist das, so Lachs? Ja. Lachs? Du kannst es auf jeden Fall tragen. Vielen Passt Dank. Womöglich zu dem, was unser Lukas gerade zubereitet. Aki, zeig doch mal, was machst du denn da Farblich? Den ganzen Morgen schon? Brötchen für die Mikrowelle. Wenn du jetzt heute Morgen aufwachst, das ganze Wochenende nur durchgefuttert hast, hast nichts mehr zu essen im Haus. Innerhalb von 1:30 kannst du dir Brötchen in der Mikrowelle machen. Oh. Kurze Frage, funktioniert das? Bisher nicht. Darum stehe ich hier auch schon und übe und übe. Wir haben ja bis 10 Uhr Zeit. Wir machen auf jeden Fall Brötchen in 1:30 in der Mikrowelle. Und zwar eben nicht vorgebackenen Teig, sondern selber zusammengeschmissen. In der Tasse offenbar. Ich finde das sehr spannend. Ich möchte das gerne ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Lukas, vielen Dank, dass du dich um unser Wohlergehen hier kümmerst. Ja, danke dir. Auch heute wieder. Ich habe noch ein persönliches Schicksal. Ich gehöre zu den Menschen, die immer... denen immer zu warm ist. Und zwar schon als Teenager, das hat nichts mit meinem Alter zu tun, sondern es ist schon immer so. Deswegen auch der Wollpullover? Der Wollpullover hat heute mal, unsere Stylistin hat mir den hin. Wer kann mit mir mitfühlen, wenn man auf der Arbeit einen Wollpulli anhat? Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mit einem Wollpulli irgendwo hinzugehen. Außer ich gehe in die Arktis und mache da eine Expedition. Dann würde ich mir normalerweise einen Wollpulli anziehen. Und dann auch noch auf nackter Haut. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte sonst gesagt, dann zieh ihn doch einfach aus, aber... Vielleicht ein andermal. Gut sieht er trotzdem aus. Danke. So, jetzt haben wir viel über Optik gesprochen. Wir haben eine ganz tolle Sendung und freuen uns sehr auf Vanessa Blumhagen, die natürlich unter anderem diese ganze Geschichte Wendler und Pocher noch mal aufdröselt. Was ist denn da jetzt endlich nun rausgekommen im Streit der beiden? Aber wir haben auch eine ganz heiße Nummer. Janine Ullmann soll zusammen sein mit Neymar. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob die Story so stimmt. Da werden wir nachher auch drüber sprechen. Jetzt gucken Sie ist wir aber auf jeden erst Fall mal. Gerade in Paris das mit stimmt, ihm. Das ne? stimmt, darüber gibt es keinen Zweifel. Wir werden es klären. Bis 10 Uhr hoffen wir, kriegen wir viele Antworten. Erstmal von Vanessa, vielleicht ja von Janine nachher selber. Mal sehen. Hier ist das Wetter.